tell me I was never good enough. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, Tammy. Viele Leute haben mich wegen meiner Brustoperation angeschrieben und haben viele Fragen gestellt. Vor allem gab es viele Fragen zum Thema, was braucht man alles, dass man diese Operation machen darf. Kurz zu den Leuten, die noch nicht wissen, was ich vorhabe. Ich möchte eine Mastektomie machen. Das heißt, ich werde euch somit jetzt ein bisschen einfach den Ablauf vorstellen, wie es jetzt bei mir gewesen ist. Das heißt natürlich, es bezieht sich alles auf mich. Das kann sein, dass es bei euch anders ist, weil ihr andere Voraussetzungen habt, weil ihr eure OP in einer anderen Klinik macht, weil einfach überall kann das anders sein. Aber genau zu meinem Weg. Also das allererste, was ich gebraucht habe, war für mein Gespräch in der Klinik eine Überweisung vom Frauenarzt. Die Überweisung habe ich mir dann an einem Freitag, an dem 5. März dieses Jahres auch geholt. Mein Arzt hat natürlich Fragen gestellt, wieso ich diese OP möchte, und die habe ich ihm dann gesagt und er hat mir die Überweisung ausgestellt. Dann direkt an dem Montag drauf, an dem 8. März, hatte ich dann mein erstes Vorgespräch in der Klinik. Ich las mich in der Zollernalbklinik in Balingen operieren. Da habe ich dann einfach die Ärzte kennengelernt. Da war auch eine Arzthelferin mit drin, weil, wie gesagt, die wussten ja gar nicht, um was es geht. In dem Gespräch wurde geklärt, was mich denn zu ihnen führt. Da habe ich dann einfach gesagt, ich möchte eben die Mastektomie machen. Dann hat sie natürlich auch meine Gründe abgefragt. Wieso, hat einfach so ein bisschen zu mir persönlich was gefragt. Das habe ich ihr dann natürlich alles gesagt. Sie hat mir dann kurz vorgestellt, wie es jetzt weitergeht, was für Voraussetzungen ich benötige, was ich alles machen muss, dass ich eben diesen OP-Termin bekomme. Hat mich dann auch direkt schon aufgeklärt, dass eben noch plastischer Chirurg benötigt wird, weil ich eben eine größere Ausgangslage habe als vielleicht jemand, wo sie alleine machen kann. Aber bei mir benötigt sie eben den plastischen Chirurg dazu. Und natürlich ist immer noch eine psychische Beratung mindestens notwendig. Die Ärztin hat mich eine psychische Beratung machen lassen. Die hatte ich am Dienstag, den 30. März. Das lief alles über Zoom. Das Problem war bloß, dass sie im Prinzip keine Therapeutin ist oder eine Psychiaterin. Und der Ärztin hätte das ausgereicht. Ich hatte ja dann noch andere Termine, also gerade einen plastischen Chirurgen. Und dem eben war das nicht genug mit nur dieser Beratung. Die Beraterin hat eigentlich auch gesagt, hätte an diesem 30. März, mein Entschluss scheint relativ festzustehen. Sie sieht jetzt keinen Grund, wieso ich die OP nicht machen soll. Aber dann hatte ich eben noch das Gespräch am 1. April. Aber das war dann wieder in Balingen in der Klinik. Mit der Ärztin habe ich dann einfach geklärt, ja, wie es jetzt weitergeht. Sie hat gesagt, ja, die Beratung reicht ihr. Dann hat sie eben noch gesagt, was für OP-Techniken in Frage kommen. Sie hat meine Brust angeschaut und hat mir dann auch die Adresse vom plastischen Chirurgen gegeben, dass ich mich dort mal melden soll, eben, dass ich bei ihm auch einen Termin bekomme, weil ich musste mich natürlich dort dann auch vorstellen und habe mir dann da eben einen Termin bei dem plastischen Chirurgen noch geben lassen. Den Termin beim plastischen Chirurgen hatte ich dann am Donnerstag, den 6. Mai. Da bin ich zusammen sogar mit meinem Vater dann hin, der ist auch mit in das Gespräch reingegangen. Der hat mich natürlich wieder gefragt, wie es kommt, weil ich ja eben nicht transgender bin. Und wie es zu dem Wunsch kommt, dass ich diese OP machen möchte. Er hat natürlich auch meinen Vater manche Sachen gefragt, weil er kennt mich ja am längsten und er konnte dann ihm natürlich auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Ja, und er hat sich dann auch meine Brust angeschaut, hat noch Fotos davon gemacht und wir haben dann auch noch eine andere OP-Technik ausgewählt, als eigentlich mit der Ärztin besprochen war. Aber die OP-Technik kann ich euch sonst auch mal in einem anderen Video erklären, falls die euch interessieren würde. Genau, da hatte ich dieses Gespräch eben bei dem plastischen Chirurgen. Da hat er gesagt, diese Beratung reicht ihm nicht. Er möchte schon etwas schriftlich dann auch haben und das habe ich mir dann noch machen lassen. Also diese Therapie hatte ich dann auch. Ich habe mir selbstständig nach einer Therapeutin erstmal gesucht gehabt. Da habe ich in Ulm die Frau Meichel gefunden, die ist spezialisiert auf Transgender. Und natürlich gibt es für so eine Thematik auch nicht unbedingt so viele Anlaufstellen. Und dadurch, dass sie eben dann auch schon Indikationsschreiben für die Mastektomie gemacht hat, dachte ich, ich gehe mal zu ihr. Da hatte ich mein erstes Gespräch am
14. Juli und da haben wir quasi einfach ein Kennenlerngespräch geführt. Sie hat mich eben auch wieder gefragt, was die Gründe sind, hat mich auch nach verschiedenen psychischen Erkrankungen gefragt, ob das eben vorliegt. Konnte ich zum Glück alles verneinen. Dann hatte ich den zweiten Termin 2 Wochen später, am Mittwoch, den 28. Juli. Da haben wir dann auch das Schreiben zusammen erstellt. Ich durfte mir das auch nochmal durchlesen, ob ich mit dem einverstanden bin, was drin steht. Sie hat mir das Schreiben auch mitgegeben. Das habe ich dann per E-Mail auch an den Arzt geschickt gehabt, damit er sich das anschauen kann. Da hat er dann leider gesagt, das reicht ihm nicht aus. Deswegen habe ich dann ihn noch gefragt, ob er eine Adresse weiß, wo ich sonst hin kann. Da hat er mir dann was gegeben gehabt. Da gibt es zum Beispiel in Tübingen eine Psychiaterin, die sich auf diese Thematik eben spezialisiert hat. Und da habe ich mir dann einen Termin geben lassen. Der wäre ursprünglich eigentlich am 29. September, das wäre ein Donnerstag gewesen, da hätte ich das ursprünglich gehabt. Na, da habe ich 2 Tage vorher einen Anruf bekommen, dass die Ärztin krank war, deswegen hat man den Termin nochmal 5 Wochen verschieben müssen. Den Termin hatte ich jetzt am Freitag, den 29. Oktober, also heute. Und ja, die hat dann einfach wirklich konkret nochmal Sachen nachgefragt. Sie stellt jetzt auch eine Diagnose quasi zu meinem Geschlecht und hat eben auch verschiedene Sachen dann zu meinem Körper abgefragt. Ja, was ich arbeite, wie meine familiäre Situation aussieht, ob ich schon mal Therapiesitzungen hatte und eben ja einfach auch viel zu geschlechtsbasierten Sachen. Ist natürlich nicht alles ganz so einfach, da das so preiszugeben. Ich bin eh jemand, der nicht gerne redet, aber sie hat jetzt am Ende von dem Gespräch gesagt, weil sie auch gemerkt hat, dass ich mich nicht so wirklich wohl gefühlt habe, dass sie mich jetzt quasi entlässt. Sie wird den Brief schreiben, wird es ihren Chefs vorlegen, schickt mir dann den auch per Post zu, dass sie die OP schon befürwortet, weil ich ja jetzt eben schon so lange das alles plan und jetzt auch mich nicht davon abhalten lassen habe, dass ich so viele Gespräche führen muss. Und ja, genau, sie schickt mir dann den Brief zu, den werde ich dann dem Arzt weiterschicken und dann wird der Arzt sich das mal durchlesen. Und ich vermute dadurch, dass er eben dieses Gespräch bei ihr wollte, dass das ihm dann ausreicht. Und wenn ich dann, ja, ich hoffe, er nimmt dann mit mir Kontakt aus oder ich werde ihm dann irgendwann nach einer gewissen Zeit schreiben, wie es jetzt aussieht mit dem OP-Termin. Und dann hoffe ich, dass ich schnellstmöglich einfach mal einen OP-Termin bekomme.